Ja, hallo und herzlich willkommen bei B&R Realistic Gaming. Wir sind wieder zurück und ja, wir wollen heute ja, die Ballen stapeln am Feld an der Wiese. Wir joggen mal kurz hier rüber. So, genau. So, da steht der, das ist der. Genau, wir müssten mal gucken, wo jetzt der 400er ist, da hat nur den 300er. Okay, der 300er ist da geblieben. Müssen wir mal gucken, wir brauchen nämlich den 400er mit der Silagezange. So, hier haben wir den 400er. Die Silagezange ist garantiert noch auf dem Hänger geblieben, was? Müssen wir mal gucken schnell. Ja, der Hänger ist schon mal da. Machen wir auch mal aus. Palettengabel ist da. Ja, also scheint anscheinend da zu sein. Dann müssen wir mit dem 400er mal hinfahren da. Oh, ich hasse es. Jetzt. So. Hat er gar nicht. Oh, das. Machen wir mal oben das Dach auf hier. Heckfenster machen wir auch auf. Na, Front nicht, wenn wir fahren. Wird doch ziemlich zuchig werden. Und dann werden wir mal gucken. So, meine lieben Freunde, dann werden wir den Motor mal starten. Zack. Bin nur am Überlegen, ob wir uns ein Heckgewicht mitnehmen, sicherheitshalber. Ich glaube, das werden wir auch tun. Wir werden uns definitiv mal ein Heckgewicht mitnehmen. Werden wir uns hinten dran machen. Und dann werden wir mal gucken, das war das ja alles ganz schön hinkriegen hier, warte mal. So. Welches nehmen wir denn mit? Der das sieht ja ganz gut aus hier. Vergesse immer wieder mein Headwreck-System. Aber so ist das manchmal. So. Zack. So, dann hängen wir das nämlich an. Das ist die vom Stoll, okay.
So, dann werden wir da mal hinfahren. So. So, dann werden wir mal gucken. Irgendwo hier müsste jetzt die Einfahrt kommen. Genau. Dann fahren wir hier sachte mal lang hoch und dann. Weil wir haben uns nämlich entschieden dafür, dass wir das anders machen werden. Wir haben ja gestern Silagebein gemacht und haben uns dann entschlossen, oh, viel zu schnell. So, ist okay. Haben uns entschieden, denn das aber an der Wiese zu lassen und uns dann nach Bedarf einfach das dann wegzuholen. Weil Silagebeine, die können ja draußen liegen bleiben. Die vergammeln ja so nicht so schnell. Oder gar nicht, weil ja kommt ja kein Wasser ran. Theoretisch, ja. Und deswegen haben wir uns entschieden, die an der Wiese zu lassen. Und wenn wir Bedarf haben danach, dann holen wir uns welche weg und dann ist der Chick. Und da sieht es doch ja ganz gut aus. Ich hoffe nur, dass wirklich jetzt die Beinzange da ist. Ansonsten habe ich nämlich ein Problem. Weil mit der Piekse können wir ja nicht arbeiten, oder dürfen wir nicht arbeiten. Einfach aus dem Grund, weil das keinen Sinn machen würde, weil sonst würde ja der Silagebein kaputt gehen. Die Folie quasi würde kaputt gehen, der würde anfangen zu gammeln, denn war ja. Feuchtigkeit oder besser sagen, weil ja Nässe wieder drin kommt und dann wäre ja nicht so gut. So. Das ist gut, Buddy. Oh, hier wurde gestern aber noch was vergessen. Ah, liegt aber einiges rum. Das haben wir gestern Abend noch gepresst hier alles und gemacht und getan. Also, und vor allen Dingen, wir haben ja nicht bloß die eine Wiese, wir haben ja oben noch eine Wiese. Ja. Also,
gucken, dass wir hier rumkommen. Sehr schön, so. Hat er hier Rollen geparkt? Ah, da ist er bei. Sehr schön. Müssen wir dann rausziehen? Hat er hier drin geparkt? Sehr gut. Machen wir mal den 300er raus, würde ich sagen. Die müssen wir zumachen. Gut, können wir das denn da, das passt. Ja, das passt auch. So, wenn wir mal den 300er raushauen hier. Der 300er ist klasse hier, ne? So, mal vor. So. Ja, müssen wir nochmal vor, das geht so nicht. So, zack, hoppala, müssen wir noch ein Stück ran, wa? Oh, müssen wir noch ein Stück ran, wird halt nur eng hier mit den 400er jetzt, aber... Ah, nee, das ist blöd, okay. Ich hab ja auch das geht, aber das geht nicht. So. Entschuldigung, hab dann nochmal kurz mein Headset aus. So. Ja, ich würde sagen, wir machen mal, lösen das mal. Wir werden das jetzt mal noch ankuppeln. Ja, und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein für die Folge 5, müsste es sein, glaube ich. Ja, Folge 5. Ja, im nächsten werdet ihr dann auf jeden Fall sehen, wie wir uns die Beine hier vornehmen und so weiter und so fort. Und in dem Sinne, bitte nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Würden wir uns tierisch drüber freuen.
In dem Sinne aber, ansonsten bleibt gesund und bis dahin, tschüss.